Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bundestag hat den Weg für das zweite Hilfspaket für Griechenland freigemacht. Eine große Mehrheit der Abgeordneten sprach sich dafür aus, das hochverschuldete Land mit 9 Milliarden Krediten zu unterstützen. Ja-Stimmen kamen nicht nur aus dem Regierungslager, sondern auch von SPD und Grünen. Für die Zustimmung war die Koalition aber nicht auf die Opposition angewiesen. Union und FDP erreichten eine eigene Mehrheit. Erwischt. Der Finanzminister spielt offenbar das Zahlenspiel Sudoku auf der Regierungsbank während der Debatte. Bis zu 130 Milliarden Kredite und Hilfsgelder. Es ist weit mehr als eine knifflige Knobelaufgabe, dieses Rettungspaket für das klamme Griechenland. Die Kanzlerin appelliert an die Abgeordneten. Europa scheitert, wenn der Euro scheitert. Europa gewinnt, wenn der Euro gewinnt. Der Euro gewinnt, wenn wir eine Stabilitätsunion schaffen, die diesen Namen tatsächlich verdient. Innenminister Friedrich hatte am Wochenende empfohlen, Athen könne doch freiwillig zur Drachme zurückkehren. Zum Missfallen der Kanzlerin. Sie warnt, Griechenland nicht zu helfen, wäre abenteuerlich und unverantwortlich. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland soll und muss ich zuweilen Risiken eingehen. Abenteuer aber darf ich nicht eingehen. Das verbietet mein Amtseid. SPD wie auch die Grünen unterstützen das Rettungspaket mehrheitlich. Allerdings attestiert die Opposition der Kanzlerin mangelhaftes Krisenmanagement. Politisch hat die Bundesregierung und namentlich die Bundeskanzlerin die Dimension der griechischen Tragödie für das gesamte europäische Ensemble lange Zeit unterschätzt. Mit einem Krisenmanagement, das immer zu spät, zu wenig und vor allen Dingen zu ungefähr. Frau Merkel, das Feuer der Krise in Europa ist durch Ihr Zögern und Zaudern noch richtig angefacht worden. Und deshalb sind wir heute in der Situation, in der wir sind. Die Linkspartei lehnt als einzige Fraktion die Staatshilfen ab. Die würden nicht bei den einfachen Menschen ankommen, so der Fraktionsvorsitzende. Das Rettungspaket ist wieder nicht für die Griechinnen und Griechen geschnürt. Ausschließlich für Banken, für Vermögensanleger und für Hedgefonds. Sie bekommen das Geld, kein anderer. Und für die FDP ist wichtig, dass Athen für die Milliarden Hilfsgelder aus Deutschland nun auch Gegenleistungen bringt. Es gibt kein Geld ohne Fortschritte. Bisschen muss der Daumen schon drauf gehalten werden. Am Ende eine Überraschung. Union und FDP fehlen wenige Stimmen für die absolute Mehrheit, die sogenannte Kanzlermehrheit. Allerdings waren auch einige Koalitionspolitiker krank. Für die einfache schwarz-gelbe Mehrheit reicht es. Und auch SPD und Grüne stimmen dem Hilfspaket mehrheitlich zu. Zu der Abstimmung im Bundestag jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf. Zum ersten Mal hat die Kanzlerin also bei einer Abstimmung über ein Rettungspaket nicht die symbolträchtige Kanzlermehrheit erreicht. Zum Trost von Angela Merkel gab es aber eine satte eigene Mehrheit der Regierungsparteien. Dennoch, das heutige Ergebnis ist, so sehen es hier die Beobachter, eine weitere Delle nach der Niederlage der Kanzlerin bei der Bundespräsidentenkür. Die Unionsfraktionsführung sieht das eher gelassen. Es haben ja auch einige Abgeordnete gefehlt. Die Opposition dagegen sieht schon eine Kanzlerdämmerung und die Handlungsfähigkeit der Regierung eingeschränkt. Die Ausschlussdrohungen vom Wochenende von CSU-Bundesinnenminister Friedrich haben die Situation für die Kanzlerin und die Koalition nicht einfacher gemacht. Klar wurde auch, die Skepsis im Hinblick auf die Griechenland-Rettung wird bei allen Abgeordneten des Deutschen Bundestages größer. Sie ahnen, dass auch dieses Paket nicht reichen wird. Der Druck nach mehr Finanzmitteln zur Euro-Rettung wird wohl noch stärker. Zurück nach Hamburg. Welche Hilfsmaßnahmen und Auflagen das Griechenland-Paket im Einzelnen vorsieht und wie sie wirken sollen, das haben wir für Sie auf tagesschau.de zusammengestellt. Beate Klaasfeld wird am 18. März bei der Bundespräsidentenwahl gegen Joachim Gauck antreten. Der Parteivorstand der Linkspartei nominierte die 73-Jährige heute einstimmig als eigene Kandidatin, nachdem Bundeskanzlerin Merkel die Linke nicht in die parteiübergreifende Suche nach einem Kandidaten einbezogen hatte. Klaasfeld ist vor allem durch ihren Einsatz für die Aufklärung von NS-Verbrechen bekannt geworden. Die Nachricht erreichte die 73-Jährige am Mittag in ihrer Wohnung in Paris. Ich bin sehr froh und auch sehr stolz und es ist für mich eine Ehre, dass die Partei Die Linke mich als Kandidatin gewählt hat. Nach tagelangen parteiinternen Scharmützeln einigte sich die Linkspartei heute schließlich auf die mehrfach ausgezeichnete Antifaschistin und Nazi-Verfolgerin.
Und da hat die sich angelegt mit allen Diktatoren dieser Welt. Verstehen Sie, da hat sie auch riskiert, ins Gefängnis zu gehen. Und wirklich eine mutige, eine tapfere Frau. Die Deutsch-Französin wurde durch diese Szene berühmt. 1968 ohrfeigte sie Bundeskanzler Kiesinger wegen seiner NSDAP-Vergangenheit auf einem CDU-Parteitag. Zusammen mit ihrem Mann Serge Klaasfeld kämpfte sie zeitlebens für die Auslieferung und Bestrafung von Nazi-Verbrechern. Reaktionen der Gauck-Anhänger. Ehrlich gesagt, ich wundere mich, dass Beate Klaasfeld sich am Ende noch zur Verfügung gestellt hat. Ich glaube, dass die Linke verzweifelt jemanden gesucht hat, um die selbstgewählte Isolierung zu überbrücken. Und dem fällt jetzt eine ehrenwerte Person sozusagen anheim. Joachim Gauck, der Mehrheitskandidat, machte heute Union und SPD seine Aufwartung. Am 18. März treten zwei Kandidaten mit sehr unterschiedlichen Biografien zur Bundespräsidentenwahl an. Beate Klaasfeld, die Kandidatin der Linkspartei, genießt Respekt durchaus in anderen Parteien. Gaucks Kandidatur sorgt auch für Kontroversen. Gleichwohl dürfte er mit großer Mehrheit zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden. Knapp eine Woche vor der Präsidentenwahl in Russland hat das Staatsfernsehen heute von einem angeblichen Anschlagsplan auf Ministerpräsident Putin berichtet. Danach konnten russische und ukrainische Geheimdienste die Tat vereiteln und in Odessa zwei Verdächtige festnehmen. Vertreter der Opposition kritisierten die Berichte als Wahlkampfstrategie. Für das russische Staatsfernsehen war es eine Sensation, über die es bereits heute früh exklusiv berichtete. Ein Anschlagsversuch auf den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin, vereitelt von russischen und ukrainischen Sicherheitsorganen. Der Reporter des staatlichen Ersten Kanals war bei der Verhaftung eines der Tatverdächtigen live mit dabei und durfte in der Gefängniszelle schon vor Wochen ein Exklusivinterview führen. Der Anschlag auf Putin sollte unmittelbar nach der Präsidentenwahl am 4. März durchgeführt werden, sagte der tschetschenische Tatverdächtige Adam O. Auf dessen Notebook sollen sich Videos befunden haben, die Wladimir Putin in seiner Regierungslimousine zeigen. Offenbar, so das russische Staatsfernsehen, sollte der Anschlag Putin auf seinem Weg zum Regierungssitz mitten in Moskau treffen. Als Hintermann des Anschlagsplans vermutet der Fernsehbericht den tschetschenischen Rebellenführer Doku Umarov, der für mehrere Terroranschläge der letzten Jahre verantwortlich gemacht wird. Regierungschef Putin äußerte sich heute nicht zu dem angeblichen Attentatsversuch. 6 Tage vor der Präsidentenwahl werfen die Veröffentlichungen des russischen Staatsfernsehens viele Fragen auf. Warum wird ein Anschlagsplan, über den die russischen Sicherheitsorgane bereits seit 2 Monaten Bescheid wissen, ausgerechnet jetzt veröffentlicht? Für die russische Opposition steht fest, dies sei offensichtlich Wahlkampfhilfe für den Präsidentschaftskandidaten Wladimir Putin. Mit neuen Sanktionen will die Europäische Union gegen die gewaltsame Niederschlagung der Opposition in Syrien protestieren und Präsident Assad weiter isolieren. Die EU-Außenminister einigten sich in Brüssel auf mehrere Maßnahmen, die morgen offiziell in Kraft treten. Zudem sollen Oppositionelle, die sich zu Gewaltverzicht und demokratischen Werten bekennen, stärker als bisher unterstützt werden. Hände, nichts als Hände. Würde man die europäische Außenpolitik heute an ihren Gesten ablesen wollen, man müsste glauben, die Außenminister hätten das Heft noch fest in der Hand. Wir machen wirtschaftliches Handeln für das Regime immer schwieriger. Und insgesamt sind Sanktionen die stärkste Form der diplomatischen Sprache, die es gibt. Aber eine ziemlich wirkungslose. Zwar liegen ab jetzt syrische Guthaben in der EU auf Eis, bekommen weitere Minister des Assad-Regimes ein Einreiseverbot und wird der Handel weiter eingeschränkt, aber... Der wirklich wichtige Schritt, den die EU unternommen hat, den hat sie schon letztes Jahr unternommen mit ihrem Ölembargo. Syrien hat fast seine gesamten Erdölexporte in die Europäische Union geschickt. Und dass die gestoppt wurden, hat dem Regime ungeheuer geschadet. Doch das war nicht genug. Anstelle der europäischen Öleinnahmen fließen jetzt Gelder aus irakischen Quellen an den Unterdrückungsapparat von Assad. Die Wirkung der Sanktionen verpufft, befürchten Experten. Kein Wunder, dass die EU jetzt auf andere Akteure setzt. Wir unterstützen den Plan der Arabischen Liga für Syrien und wir wollen Kofi Annan als UN-Verhandlungsführer den Rücken stärken, damit er einen Waffenstillstand erreicht und einen politischen Ausweg findet. Da ein militärisches Eingreifen ausscheidet, kommt die EU im Syrien-Konflikt an ihre Grenzen.
Ganz anders in ihrer Nachbarschaftspolitik auf dem Balkan. Brüssel konnte den Konflikt zwischen Serben und Kosovaren so weit entschärfen, dass Serbien am Ende der Woche damit rechnen kann, EU-Beitrittskandidat zu werden. In der Ukraine ist ein Vertrauter der inhaftierten früheren Regierungschefin Timoschenko zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Kiew befand den ehemaligen Innenminister Lutsenko des Amtsmissbrauchs für schuldig. Die EU und die USA kritisierten den Prozess als politisch motiviert. Die Opposition wirft der Führung um Präsident Janukowitsch vor, ihre Gegner zu unterdrücken. Auf dem Flughafen der ostafghanischen Stadt Jalalabad hat ein Attentäter 9 Menschen mit in den Tod gerissen, unter ihnen 6 Zivilisten. Der Flughafen im Osten des Landes wird auch von internationalen Truppen genutzt. Zu dem Sprengstoffanschlag bekannten sich die radikal-islamischen Taliban. Es handele sich um einen Vergeltungsakt für die Koranverbrennung in einem US-Militärlager vor knapp einer Woche. Präsident Karzai verurteilte den Anschlag als unmenschlich und unislamisch. Auf dem Frankfurter Flughafen sind durch einen neuen Streik der Vorfeldbeschäftigten heute rund 200 Flüge ausgefallen. Betroffen waren Verbindungen innerhalb Deutschlands und Ziele in Europa, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Der Ausstand soll bis mindestens Donnerstagmorgen dauern. Die Gewerkschaft der Flugsicherung verlangt deutlich höhere Einkommen und kürzere Arbeitszeiten. Ein Sprecher erklärte, sollte es keine Einigung mit dem Flughafenbetreiber geben, könnte der Streik auch auf andere Bereiche wie die Flugsicherung ausgeweitet werden. 11 herausragende Wissenschaftler, 9 Männer und 2 Frauen haben in Berlin die begehrten und hochdotierten Leibniz-Preise erhalten. Unter ihnen sind Mediziner, Pharmakologen, Naturwissenschaftler, Geistes- und Sozialwissenschaftler und ein Ingenieur. Damit vergibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft insgesamt 25 Millionen Euro, um die Arbeitsbedingungen der Spitzenforscher unbürokratisch zu verbessern. Die Ehrung gilt als einer der wichtigsten Forschungsförderungspreise in Deutschland. Der Pädagoge Martin N. ist für die Morde an 3 Jungen und wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Stade stellte außerdem eine besondere Schwere der Schuld fest und ordnete nach Verbüßung der Haft Sicherungsverwahrung an. Die Kammer hält den 41-Jährigen für rückfallgefährdet. Zwischen 1992 und 2001 drang der sogenannte Maskenmann in Norddeutschland immer wieder nachts vermummt in Schullandheime, Zeltlager und Wohnungen ein, um Jungen sexuell zu missbrauchen. Zum 84. Mal sind in der vergangenen Nacht in Los Angeles die Oscars verliehen worden. Der französische Stummfilm The Artist erhielt 5 der begehrten Trophäen. Eine davon bekam der Hauptdarsteller Jean Dujardin. Meryl Streep wurde ausgezeichnet für ihre Hauptrolle als ehemalige britische Premierministerin Thatcher in Die eiserne Lady. And the Oscar goes to Jean Dujardin, The Artist. Hollywood schwelgt in Nostalgie. Jean Dujardin gefeiert als bester Schauspieler in einem Schwarz-Weiß-Film, der ohne Worte auskommt. Doch so stumm der Streifen, so wortgewaltig sein Star. Oh, putain, génial! Merci! Formidable! Merci beaucoup, I love you! The Artist, der erste Stummfilm seit 83 Jahren, der bei den Oscars abräumt. 5 Goldjungen regnet's, auch in der Königsklasse bester Film. Hugo. Auch Martin Scorseses Hugo Cabret heimst 5 der begehrtesten Filmpreise der Welt ein, unter anderem für die 3D-Effekte. Sie entstanden in der Frankfurter Ideenschmiede von Piximondo und geben dem Zuschauer das Gefühl, ins Paris der 30er Jahre entführt zu werden. Spektakulär, flott, frech und emotional wie in den guten alten Zeiten. Die Traumfabrik erfindet sich neu und feiert die Altstars. Meryl Streep etwa. Zum 17. Mal nominiert, holt sie ihren 3. Oscar für ihre Rolle als Margaret Thatcher. Als sie meinen Namen aufgerufen haben, da konnte ich halb Amerika stöhnen hören. Nicht schon wieder, warum die schon wieder? Gefeiert auch Wim Wenders, obwohl seine Hommage an die Choreografin Pina Bausch leer ausgeht. Doch Hollywood sei die Reise wert gewesen. Immerhin konnte seine Frau einen Kuss von George Clooney abstauben. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 28. Februar. Milde Atlantikluft sorgt für steigende Temperaturen. Zunächst sind zwar noch viele Wolken unterwegs, aber in der zweiten Wochenhälfte beschert uns dann Hochdruckeinfluss wieder mehr Sonnenschein.
Heute Nacht regnet es vor allem in der Osthälfte gebietsweise. Zum Teil fällt auch Schnee, zunächst zwischen Oder und Neiße, dann auch vom Erzgebirge bis zum Bayerischen Wald. Im Südwesten auch Wolkenlücken und dort zeigt sich morgen zeitweise die Sonne. Sonst viele Wolken und besonders in der Osthälfte gelegentlich Regen, im südöstlichen Bergland anfangs Schnee. Der Westwind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch mit stürmischen Böen an der Ostsee. Am Alpenrand heute Nacht minus 5, in der Kölner Bucht bis plus 7 Grad. Morgen am Oberrhein bei Sonne bis 13, im Bayerischen Wald nur 3 Grad. Am Mittwoch noch vielerorts bedeckt, aber es nieselt nur hier und da ein wenig, im Südwesten häufiger sonnig. Am Donnerstag noch milder, im Norden und Osten hält sich teilweise hartnäckiger Hochnebel, sonst scheint verbreitet die Sonne. Am Freitag teils Sonne, teils Wolken, aber nur vereinzelt ein paar Tropfen. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Ingo Zamperoni darin, der schöne Schein der Not, wie die Menschen auf Griechenlands Trauminseln die Krise erleben, sowie deutscher Glanz in Hollywood, Oscar für Spezialeffekte aus Frankfurt.